Herzlich willkommen zum heutigen Interview mit dem Antonio D'Amico. Er ist Gründer von Mental am Ball und macht heute Mentaltraining, ist Spielerberater, Organisator von Fußballcamps und Networker. Ich bin mega gespannt, wie das zu dem gekommen ist. Darum freue ich mich extrem auf das Interview. Ciao Antonio, schön bist du da, wie geht's? Ciao Nico, danke für die Einladung. Mir geht's gut, hoffe dir auch. Sehr, ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich freue mich wirklich mega auf das Interview. Folge dir schon relativ lange auf LinkedIn, auf das können wir sicher nachher noch sprechen. Mhm. Und ich finde es mega cool, dass es jetzt mal geklappt hat mit einem Podcast. Ich habe gesagt, du bist Mentaltrainer, Spielerberater, Organisator Fußballcamps. Wie ist das zustande gekommen? Was machst du genau? Gute Frage. Also ursprünglich gestartet vor über 2 Jahren mit dem Mentaltraining. Ja, und eigentlich ist klar gewesen, wenn ich Mentaltraining mache, wird es irgendwann mal, weil ich ja Fußballer begleite oder trainiere, mental wird es irgendwann mal das Thema Spielerberatung gehen. Das sind ja meistens Spieler oder Jungs, die Spitzensport, also Spitzenfußball spielen und auch einen grossen Traum haben. Und die Idee ist eigentlich, in 4, 5 Jahren steige ich auch in die Branche oder in diesen Bereich ein. Ist schneller gegangen, als ich gedacht habe. Ich hatte tatsächlich dann einen Spieler gehabt, der dann mit 18 mich gefragt hat, hey, ich vertraue dir alles, du hast mir geholfen, du bist mit Mentaltraining seit ein paar Wochen, ein paar Monaten, willst du nicht auch Berater werden von mir? Und dann ist das eigentlich sehr schnell gekommen, dass ich in die Spielerberatung reingekommen bin. Und Fußballcamps ist eigentlich schon immer so ein bisschen eine Leidenschaft gewesen von mir als Kind. Ich habe es immer schon geliebt, Fußballcamps. Und ich habe gedacht, um das Ganze runterzurunden, dass ich nicht nur neben dem Platz mit den Jungs arbeite, sondern auch auf dem Platz und ein bisschen als Abwechslung. Biete ich auch Fußballcamps an. Ja, und das ist eigentlich so entstanden in den letzten 2 Jahren. Mega spannend. Bist du direkt Vollzeit eingestiegen mit dem Mentaltraining und gesagt, ich mache jetzt nur noch das? Oder hast du das irgendwie nebenberuflich aufgebaut und dann irgendwann den Schritt gemacht in die Selbstständigkeit? Ich habe gewusst, dass ich mich selbstständig machen will. Ich habe im November 20. Jetzt muss ich gerade aufpassen, einen Moment, mit den Daten. Ich habe im November gekündigt, meinem Arbeitgeber informiert, wo ich 100% angestellt war, dass ich künde und bin dann auf den Sommer 20, genau, es war 19, als ich angekündigt habe, hey, ich gegangen. Ich bleibe aber noch so gut ich kann, solange ihr mich braucht und habe dann bis im Sommer noch bleiben und in dieser Zeit habe ich natürlich mein Business aufgebaut. Also 100% geschafft und nebenbei das Business aufgebaut und dann ist der Lockdown gekommen und ich bin dann eigentlich auf Kurzarbeit gewesen. Das ist in dem Sinn gerade recht gekommen, weil ich halt nicht mehr für die 100% Stelle gearbeitet habe, aber trotzdem noch können mein Business aufbauen. Und am 1. September 20 war dann offiziell, dass ich meine Firma gegründet habe und dann den Job aufgegeben habe. Cool. Und dann aber eben, du hast als Mentaltrainer gestartet, mit dem Ziel, vielleicht irgendwann Spielerberater zu werden. Die Spielerberater haben ja gerade medial und so nicht so einen guten Ruf. Kannst du mal den Job erklären? Was macht man da genau? Wie läuft das ab? Wie profitiert man von diesen Sachen und warum ist das das Ziel von dir? Du redest vom Spielerberater. Ja. Gell? Ja. Mhm. Ja, ich habe ja auch in der Personalberatung mal gearbeitet. Ist zwar nicht das Gleiche, aber es geht ja darum, den Menschen an den richtigen Ort herzubringen, beziehungsweise einen Job zu finden für ihn oder beziehungsweise schauen, dass er den Job bekommt, was auch immer. Also du tust Menschen helfen und das Gleiche machst du ja in der Spielerberatung. Du beratest Spieler, die in einer super Mannschaft spielen, die du um Mannschaft durchgemacht haben am besten und dann irgendwann den Sprung im Profibereich möchte gehen. Und der Spielerberatung sorgst du eigentlich dafür, dass ihn platzierst, dort, wo er möchte spielen. Dass du mit dem Verein in Kontakt bist, dass du mit den Spielern natürlich sehr eng in Kontakt bist und auch die Eltern spielen eine sehr grosse Rolle. Ja, was du ansprichst, ist ein dreckiges Geschäft, kann ich gerade direkt so sagen. Ich bin noch nicht so lange dabei in der Spielerberatung, aber ich habe schon vorher vieles gehört und ich erlebe jetzt auch einiges, dass es natürlich ja, nicht alles so abläuft, wie man sich das wünscht oder vorstellt. Es geht vieles auch, ja, also, vor allem von der Spielerseite spüre ich das auch sehr stark, dass ich selber merke, hey, andere kommen weiter als ich, obwohl ich besser bin als ihn, oder der andere hat den Sprung jetzt geschafft und ich nicht, obwohl ich die besseren Leistungen können abrufen konnte, dass halt vieles ein bisschen hindurch passiert. Das ist schon so, das kann ich bestätigen. Aber ich bringe noch nicht so die Erfahrungen mit, dass ich vertieft sage, was genau passiert und wie das genau in dem Sinn abläuft. Ich mache es jetzt erst seit einem Jahr, aber der Ruf, der ist leider so. Also es ist, ja, leider. Also der hat eine gewisse Berechtigung.
hat eine gewisse Berechtigung und ist auch nicht umsonst im Fokus von der FIFA oder von der UEFA, wo da immer wieder selber drauf wirft. Wie sieht denn das Geschäftsmodell ganz genau aus? Also profitierst du da einfach, wenn jetzt irgendwo so ein Spieler platzierst und dann eben, ich sage jetzt, hat man häufige Transfersumme, dass du an dieser beteiligt bist? Oder ist das irgendwie ein fixer Betrag, der da jährlich oder monatlich oder so gezahlt wird? Wie sieht das Geschäftsmodell im Detail aus? Also in dem Bereich, wo ich mich noch bewege, also ich habe ja noch keine Spieler, die Millionenbeträge verdienen, sondern noch junge Spieler, die ich dort führe, verlange ich vom Spieler nichts. Sind meistens auch 17, 18-Jährige, die teilweise nicht leer sind, die jetzt den Sprung wagen oder geschafft haben, aber noch nichts grosses Geld verdienen. Von dem her, vom Spieler kommt man grundsätzlich als Spielerberatung auch einen Teil vom Jahresgehalt über. Wir, also ich noch nicht oder unsere Agentur noch nicht. Was wir machen ist, wenn wir in Verhandlungen mit dem Verein und der Verein dann den Spieler nimmt, unter Vertrag nimmt, dann kommst du vom Verein Beteiligung über. Okay, das klingt mega spannend und ich glaube für ganz viele Leute gleich mal zulassen. Natürlich hat es irgendwie vielleicht nicht so den besten Ruf, aber trotzdem ist es wahrscheinlich der Traumjob von vielen, die vielleicht Fußball lieben und irgendwie den Spieler nicht könnten sein und schauen auf, eben, manchmal viel Geld im Spiel. Was hast du vorher gemacht? Wie bist du dazu gekommen, Mentaltrainer zu werden? Was gibt dir eben das Netzwerk, die Expertise im Fußball, dass du überhaupt da reinkommst? Ich glaube, als absoluter No-Name, der nichts damit zu tun hat, wird es ja wahrscheinlich auch schwierig, oder? Also, erzähl mal so ein bisschen deine Laufbahn bis heute. Also du hast so deinen Anfangspunkt, den du genannt hast, das ist wirklich der Traum von vielen. Ich werde immer wieder angeschrieben von Leuten, die auf LinkedIn mitverfolgen, was sie machen. Hey, Spielerberatung, mega cool, würde ich auch gerne mal machen. Wie kommt man rein, wie macht man das und so weiter und so fort. Ich habe es einfach gemacht. Ich hätte auch gerne, also wir haben früher eine Lizenz müssen haben, eine Prüfung absolvieren, gibt es leider nicht mehr, ich hätte sie gerne gemacht, weil das hat natürlich schon ein bisschen gesorgt, dass eben auch Qualität natürlich gewährleistet ist. Zu deiner Frage, ich war ursprünglich Fußballer im Sinn, dass ich die Juniorabteilungen durchgemacht habe, irgendwann mit 16 nicht mehr will aktiv shooten, also ich habe nicht den Sprung in eine Aktivmannschaft machen, sondern bin dann als Trainer reingerutscht und bin Juniorentrainer geworden. Und irgendwann habe ich die dritte Seite gesehen vom Fußball, nämlich Schiedsrichter, und das ist eigentlich die spannendste Erfahrung gewesen. Rein menschlich, also allein auf dem Platz und irgendwelche Viertliga- oder Drittliga-Match gegen FIFA aus dem Zürich-Oberland oder Zürich-Unterland oder wo auch immer. Das war natürlich eine mega Erfahrung gewesen, menschlich. Das habe ich auch über 5 Jahre gemacht und arbeiten, ursprünglich das KV gemacht, BMS gemacht und dann eigentlich schon immer im Verkauf tätig gewesen. Verschiedene Funktionen. Und irgendwann habe ich jemanden kennengelernt, also der hat mich eigentlich kontaktiert und gefragt, ob ich glücklich bin mit meinem Job. Und ich habe wirklich sehr einen guten Job gehabt, sehr viele Freiheiten gehabt, viel verdient und wirklich eigentlich so, wenn man so anschaut, so ein Traumjob im Sinn, hey, du schaffst nicht allzu viel, du verdienst genug, hast sehr viele Freiheiten. Und er hat mir eine Frage gestellt, die mich extrem zum Nachdenken gebracht hat. Also es war wirklich so gewesen, das habe ich ihm auch dort gesagt, als irgendwie ein Skibike ging und das hat nicht mehr, der Schmerz hat nicht mehr losgelassen. Es hat einfach permanent wehtan. Es hat nicht mehr losgelassen, hey, jetzt hat er etwas bewegt in mir. Und zwar hat er gesagt, bist du wirklich zu 100% erfüllt mit dem, was du machst? Und die Frage hat mir noch nie jemand gestellt bis zu dem Zeitpunkt. Mir hat es einfach gemacht, ist das wirklich alles? Und dort hat es angefangen. Und dann habe ich ihn sogar gebucht, er war Coach gewesen. Und habe ihn gebucht als Coach, weil er mich einfach beeindruckt hat mit dieser Frage und auch die Art und Weise, wie er auf mich zugegangen ist. Und durch ihn bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, dass ich als Kind eigentlich das vermisst habe, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich mental fördert, wo mir eigentlich die Möglichkeit gibt, selber herauszufinden, was ich wirklich will im Leben, um einfach mental auch trainieren. Und die Spielerberatungsbranche, die ist ja erst später gekommen. Das ist, wie ich mir am Anfang schon antun kann, dann automatisch dann dazugekommen mit dem Mentaltraining. Also die Frage nach deiner persönlichen Erfüllung hast du ja vorher selber gar nicht gestellt und es hat jemand gebraucht, der die für dich gestellt hat, damit du überhaupt einmal überlegt hast, es könnte eigentlich noch mehr sein, wieder einfach für jemand anderen arbeiten und halt irgendwie meinen Job zu machen. Richtig, das war wirklich so gewesen, ja. Also es ist wirklich, cool. Ich bin aus einer Scheidung gekommen, privat, schwierige Zeit gehabt, meine Mama ist verstorben, also es ist alles eigentlich miteinander gekommen und dort habe ich erst mal angefangen, mein Leben neu zu ordnen. Was will ich wirklich, wie soll es weitergehen? Weil du fängst ja von null an. Ziehst aus, musst eine Wohnung suchen, die Mama ist nicht mehr da und. Dort habe ich rein von mir aus persönlich viel aufarbeitet. Aber beruflich habe ich in dem Moment einfach einen Job gehabt, der in dem Sinne
mich nicht belastet hat. Es hat einfach gepasst. Darum habe ich mir die Gedanken bis zu dem Zeitpunkt nicht gemacht. Aber irgendwann ist er dann gekommen und hat wirklich etwas bewegt, wo ich dann auch können, mir gute Gedanken machen und dann ja, eigentlich sehr, sehr schnell umsetzen. Genau. Cool. Du bist vorher schnell auf den Schiedsrichter eingegangen und gesagt, dort hast du menschlich am meisten gelernt. Kannst du irgendwie sagen, was konkret, dass du da weißt, menschlich gelernt hast in dieser Zeit, wo du anders erwartet hättest, wo du nicht bewusst gewesen bist? Oder was hat dich das gelernt? Schnelle Entscheid in der kürzesten Zeit und auch zu dem Entscheid stehen, auch wenn man mal einen Fehler macht. Der Schiedsrichter merkt ziemlich schnell, oh, jetzt habe ich etwas gepfiffen, das ich sehr wahrscheinlich nicht erzählen kann. Kannst du es nicht gerade rückgängig machen, nicht immer rückgängig machen, je nachdem. Vor allem, wenn du nach dem Spiel darüber nachdenkst und merkst, ah, das hätte ich vielleicht anders entscheiden können. Es sind einfach viele Faktoren gewesen. Weil man muss sich vorstellen, du gehst an ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, du musst dich als Schiedsrichter informieren, was spielen für zwei Mannschaften, was treffen für die Mannschaft aufeinander, um was geht es, ist es ein Spitzenspiel, Abstiegsspiel, was auch immer. Bist ganz allein. 11 gegen 11, 22 gegen 1 schlussendlich. Und du bist einfach der Chef auf dem Platz. Ohne dich geht es ja nicht, sonst würde das Spiel nie stattfinden. Und trotzdem musst du neutral sein, du musst klare Körpersprache haben, du musst eben schnell entscheiden können, du musst überzeugt die Entscheidung fällen und nicht unsicher wirken. Und das sind alles Sachen, die ich in diesen über 5 Jahren zusätzlich gelernt habe. Und ich habe natürlich auch Spiele gehabt, wo Spieler auch 1-2 Mal gegeben, auf mich los sind. Zum Glück hat es dann nicht passiert, aber wirklich auf mich zugerannt, so alle, hey, jetzt hauen wir eins rein. Und da musst du auch stark bleiben und einfach stehen bleiben und denken, okay, schlussendlich ist er der, der verliert, wenn er das macht. Und das sind alles Erfahrungen, die dich schon prägen, also die dich ja, zum Wachsen bringen, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich definitiv. Also, es ist gerade krass, wenn du vor allem noch weißt, jetzt hast du einen Scheißpfiff, hättest du es anders machen sollen. Und alle reklamieren und du musst irgendwie da stehen und aber dein Entscheid, wo du ja wie im Kopf weißt, ja, er ist falsch gewesen, aber du musst jetzt bleiben, hart bleiben, darfst keine Schwäche zeigen oder so. Wie lehrst du das? Oh, gute Frage. Ich glaube noch nie so einen schweren Fehlentscheid gehabt, wo ich in dem Moment gemerkt habe, oh, jetzt hast du komplett daneben gepfiffen. Weil dann hätte ich sie wahrscheinlich in dem Moment, weil du als junger Schiri auch gewisse Erfahrungen musst sammeln. Ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich das durchgezogen hätte oder mich entschuldigt hätte und das den Entscheid zurückgenommen hätte. Das macht eigentlich keinen Schiedsrichter. Darum würde ich jetzt behaupten, ich hätte das auch nicht gemacht. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, wenn du mich so fragst, dass ich einen groben Fehlentscheid gemacht habe und bewusst. Also, dass ich weiss, okay, dort habe ich etwas entschieden, das ich nicht erzählen. Was ich aber weiss, wenn du einen heiklen Entscheid pfeifst, dann ist nur eine Mannschaft glücklich und die andere ist unglücklich und dann gibt es automatisch Unruhe. Und da mag ich mich schon an ein paar Szenen erinnern, wo es halt sehr heikel geworden ist, wo es um eine rote Karte gegangen ist oder um eine Penalty gegangen ist, wo du einfach hast müssen entscheiden in dem Moment. Es ist einfach so, du musst einfach können, in dem Moment zu 100% hinter dem Entscheid stehen, weil du sonst merkst, dass jeder, der dabei ist an dem Spiel, und das, der verliert das Spiel aus der Hand. Also das allererste Spiel war FC Zürich gegen FC Zürich Nord. Das war eigentlich ein Derby, sie waren 10 Junioren, gewesen, also die sind etwa 14. Die haben gegeneinander gespielt und das war das allererste Spiel gewesen. Und das ist sogar mein Götti, sagt man dem, also ein Betreuer dabei gewesen, der mich begleitet hat am Anfang. Das war 1-1 und Zürich waren eher die technischen Spieler, 2 Jahre jünger. Und die anderen waren halt körperlich sehr robust. Und es war bis am Schluss ausgeglichen. Und am Schluss läuft der kleine Zürich-Spieler aufs Goal zu. Und der Libero kommt von der Seite und schupft ihn. Und er fliegt im Strafraum. Was machst du als Schiri? Er ist körperlich total unterlegen, ein kleiner Schubser, und er fliegt. Du musst einfach entscheiden. Schwalbe und Gel oder Penalty und Rot. Damals hast du Penalty und Rot gegeben. Ja, dann Penalty und Rot gsi, 2-1 Zürich. In Schwammendingen, Zürich Nord natürlich nicht happy gewesen, hat automatisch Diskussionen gegeben. Und darum, auch in dem Moment, ich bin zu dem Entscheid gestanden, ich habe es so gesehen und es ist auch klar entschieden worden, ohne Zögern, und darum ist das nicht eskaliert schlussendlich. Jetzt bist du dort auf dem Platz, das allererste Spiel, so ein heikler Entscheid. Wahrscheinlich wird er ja da Zeug an den Kopf gerührt, nicht nur von Spielern selber, sondern je nachdem dann auch noch von Eltern, von Zuschauern und so weiter. Was hat dich an dem so fasziniert, dass du nach dem Spiel nicht gesagt hast, hey, weißt du was, nie mehr, sondern gesagt hast, okay, ich mache weiter, ich möchte das weiterhin machen, und hast es 5 Jahre gemacht, jetzt machst du es nicht mehr, oder? Mach's nicht mehr, aber nicht, weil ich die Lust verloren habe, sondern weil einfach zeitlich es nicht mehr drin gelegen ist. Du musst ja jedes Wochenende verfügbar sein.
ist einfach nicht mehr gegangen. Ich würde, also wenn ich müsste entscheiden, Trainer, Schiedsrichter oder Spieler, heute würde ich ganz klar Schiedsrichter sagen. und was macht das aus? Es ist einfach, du kannst eigentlich nur gewinnen, weil du gehst automatisch, ist der Schiedsrichter der Baumann. Es ist einfach so. Du kannst es in dem Sinn an der Verlierermannschaft nicht recht machen. Die suchen irgendwo nach, bei anderen den Fehler und nicht bei sich selber, oftmals. Und wenn du dann ein gutes Spiel gepfiffen hast, hast du das sehr stark mitbekommen. Das war immer für mich ein riesen Kompliment gewesen, wenn du nach einem Match rausgelaufen bist und die Heimmannschaft sagt, hey, trink mit uns noch eins, super war Schiri, oder die Fans sogar, das habe ich einmal auch erlebt, applaudiert haben von der Verlierermannschaft. Hey, Schiri, müssen wir auch mal das Kompliment sagen, die haben verloren, sind nicht aufgestiegen wegen dem, aber die haben einfach meine Leistung gewürdigt. Und einfach, es hat mich einfach so gereizt, auf den Platz hinzugehen und auch heisse Spiele zu pfeifen, wo gewiss, es ist ein Derby zwischen vielleicht sogar Mannschaften mit vielen Nationen auf einem Haufen, wo es heiss zu und her geht. Und dann einfach von Anfang an, den ersten Moment, das Spiel im Griff zu bekommen. Und einfach die, eben die klaren Entscheidungen können zu fällen. Und einfach, ich glaube, es ist wirklich aus dem Mentalen gegangen, schon dort, dazu mal, dass mich das fasziniert hat, was ein Schiri kann, nur schon durchs Auftreten auslösen. Ich glaube, das war es gewesen, schlussendlich, was mich so fasziniert hat an dem Ganzen. Und mich noch heute fasziniert. Wie fest hat er das geholfen im Business-Alltag, nachher im beruflichen Alltag? Also schon vorher irgendwie, aber auch jetzt natürlich in deiner Selbstständigkeit, die Erfahrung, die du als Schiedsrichter mitgenommen hast? Ja, viele Faktoren, die mit einflüssen. Eben, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, dass schnell einen klaren Entscheid können zu fällen. Aber vor allem, das grösste Learning war, wenn du mal entschieden hast etwas und das Gefühl hast, vielleicht hätte ich, es kann kein klarer Fehlentscheid sein, aber du hättest können vielleicht anders pfeifen, dass du dazu stehst und sagst, hey, den Moment habe ich es so gesehen, der Moment war für mich richtig gewesen. Das sind alles Sachen, die du auch mitnehmen ins Business. Okay, jetzt habe ich vielleicht falsch verhandelt, kann passieren, vielleicht hätte ich mehr rausholen. Einfach die Ruhe, die du hast oder die du ausstrahlst schlussendlich auf dem Platz, habe ich auch neben dem Platz können dann anwenden. Cool. Du hast jetzt eben verschiedene Dienstleistungen, die du anbietest. Kannst du irgendwie etwas sagen von der Aufteilung von denen, vielleicht auch finanziell? Wie viel macht Mentaltraining aus, eben Spielerberatung? Hast du gesagt, du hast im Moment ja erst am Aufkommen, Fußballcamps. Wie sieht so der Kuchen aus, wenn du jetzt den mal jemanden aufteilen müsstest? Also ich bin ja komplett selbstständig. Ich arbeite aber Teilzeit auch in einer Firma als Berater, 40%. Das heisst, 40% ist noch bei einer Beratungsfirma drin, wo ich selbstständig meine Woche einteile, wo ich Kunden berate im Bereich Rekrutierung. Dann würde ich sagen, Mentaltraining 50% mittlerweile und Spielerberatung Fußballcamps aufteilt 10%, wenn man es jetzt auf 100% auffüllt. So ist etwa die Aufteilung im Moment. Genau. Und Mentaltraining, im Moment bin ich wirklich so an einem Punkt angekommen, wo ich auch nicht mehr will als 50%. Also, ich bin glücklich mit der Auslastung von Mentaltraining. Ich habe jetzt auch Jugendliche auf der Warteliste. Das habe ich jetzt nach über 2 Jahren das erste Mal, dass ich mir sage, hey, ich habe keinen Platz im Moment. Wir müssen auf Januar, Februar erst dann starten. Ja, ich könnte mehr machen, aber es passt für mich, die Abwechslung. Und das ist auch gut so im Moment. Du hast gesagt, du hast vorher super verdient im Job oder gut verdient. Bis dann eben der, auf dich zugekommen ist und mal gefragt hat nach der Erfüllung. Wie schwer ist es dir gefallen, so einen guten Lohn, einen guten, in Anführungszeichen, sicheren Lohn herzugeben und in die Selbstständigkeit zu gehen? Wo zwar, du hast schon ein bisschen Zeit gehabt, zum Aufbauen, aber ich nehme an, da hast du noch weniger gehabt wie vorher. Wie schwer ist dir das gefallen, die finanziellen Aspekte? Überhaupt nicht schwer. Also, das einzige Schwierige war am 25. wenn du keinen Lohn bekommen hast, wo du früher in den letzten 10 Jahren immer pünktlich bekommen hast. Wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist mal ein Monat gewesen, wo halt nicht so viel gelaufen ist und nicht so viel reingekommen ist, mit der Frau zusammenhocken und dann schauen, wie man die Rechnungen, also wie ich die Rechnungen habe können zahlen, was nehmen wir noch von privaten Vermögen und so weiter. Das war am Anfang schon etwas gewesen, wo natürlich immer wieder ein Thema war, aber der Gedanke so, hätte ich doch oder wäre ich doch oder hätte ich doch noch ein bisschen gewartet, da habe ich nie gehabt. Also für mich jetzt einfach, ist einfach der richtige Entscheid gewesen. Cool. Also du hast einfach gewusst, ich wollte jetzt mein eigenes Ding machen und ziehe es durch. Irgendwann kommt es sicher gut.
Genau, so ist das gewesen. Ich habe in der Einleitung gesagt, ich kenne dich von LinkedIn. Ich weiß gar nicht, wie wir uns dort irgendwo vernetzt haben, aber auf jeden Fall folge ich dir jetzt schon lange. Und da bist du ja sehr aktiv, hast über 12.500 Abonnenten mittlerweile. Warum bist du da auf LinkedIn so aktiv? Ist das deine Zielgruppe oder wie ist das entstanden, dass du da so aktiv bist? Oder ist das vielleicht noch aus früheren Zeiten Arbeitgeber und das hat einfach, hast du es einfach so mitgenommen? Wie hast du das gemacht? Angefangen habe ich wirklich von meinem letzten Arbeitgeber aus, wo ich gesagt habe, hey, wir müssen etwas auf Social Media machen. Ich bin zuständig für den ganzen Verkauf und habe wirklich angefangen, also ich habe in der Hygienebranche geschafft, Waschraumhygiene, also Toilettenhygiene, also Seifenspender, Duftspender, eigentlich ein Thema, das niemand interessiert auf Social Media. Aber ich bin der Exi, der es angebracht hat, über den WC-Sitzreiniger etwas zu schreiben oder über Handdesinfektionsmittel. Und so habe ich mein Netz wirklich aufgebaut. Die Leute sind auch aufmerksam geworden. Also, hey, da schreibt einer über WC-Schüsseln auf Social Media und auf eine gewisse Art und Weise, wo es anscheinend gut angekommen ist. Und so bin ich eigentlich reingekommen in das ganze Content schreiben, Einblick geben in sein eigenes Berufsleben und so weiter und so fort. Und dann ist die Selbstständigkeit gekommen und dort hatte ich schon den Gedanken gehabt, wie bringst du jetzt den Brand von dir, den Experten für Toiletten weg und positionierst dich als Mentaltrainer. Das ist ja völlig eine andere Welt. Das ist gut gegangen. Du hast wirklich die Leute mitgenommen auf deiner Reise und gesagt, hey, wie ich dir jetzt erzählt habe, mit dem Gedankenanstoß, ist das wirklich die ultimative Erfüllung und wie ist das entstanden mit dem Mentaltraining und. Habe die Leute mitgenommen auf meiner Reise, dann ist irgendwann mal der Name gekommen, dann ist irgendwann mal Schluss beim Arbeitgeber, dann ist der Anfang gekommen beim Mentaltraining und so Step by Step das aufgebaut und ich bin froh, dass ich dran geblieben bin auf Social Media, weil vor allem während der Corona-Zeit habe ich nicht auf Platz gehen, mich präsentieren und vorstellen und da sind sehr viele Anfragen über LinkedIn gekommen von Vätern und Müttern und zu deiner Frage, wegen der Zielgruppe, die Eltern sind ja auf LinkedIn und so erreiche ich die Eltern von diesen Kindern, die Mentaltraining könnten, gut finden oder vielleicht sogar schon die Eltern schon darauf angesprochen haben, ob sie jemanden kennen, das auch schon gegeben. Ja, aber ich habe auch schon TikTok und Instagram probiert, vor allem TikTok eine Zeit lang. Und TikTok innerhalb von kürzester Zeit extrem explodiert, mein Account, mit lustigen Fußballvideos, aber irgendwann muss ich sagen, hey, du musst den Fokus auf irgendeine Plattform setzen, weil sonst geht es nicht, das ist einfach too much. Und darum habe ich TikTok jetzt vorerst mal stillgelegt. Und bist einfach da auf LinkedIn aktiv hauptsächlich? Genau. Ja. Okay. Wie regelmäßig postest du? Also eben, viele Leute sind sich ja häufig schwer, eben, was poste ich, wie poste ich, was mache ich. Hast du da Tipps vielleicht für Content-Erstellung und wie oft postest du da? Hast du dir da fixe Regelmäßigkeit oder gehört das mittlerweile einfach zu deiner täglichen oder wöchentlichen Routine? Wie planst du das? Also, vielleicht glauben es mir ein paar nicht, aber ich plane es gar nicht. Habe ich ein Thema, schreibe ich etwas, habe ich kein Thema, schreibe ich nicht. Ich habe einen Moment, wo ich plötzlich keine Lust habe, oder das Gefühl habe, jetzt brauche ich mal ein bisschen Abstand, dann mache ich einen Monat, zwei Monate nichts. Das ist einfach ruhig. Gibt es immer wieder. Von dem her, also ich sage immer, macht nach Lust und Laune. Also macht das, was euer Herz sagt. Wenn ihr das Gefühl habt, mal jetzt wird etwas sagen, es ist wichtig, dann lasst es raus. Macht euch nicht keine Gedanken, was andere darüber denken, sondern macht es einfach. Jeder hat etwas zu erzählen. Also ich sehe Sachen auf Social Media über Branchen oder Bereiche, wo ich nie etwas erfahren hätte, wenn es Social Media nicht gäbe. Und es gibt so viele Leute, die etwas zu erzählen hätten, die sich aber nicht getrauen, die so viel Erfahrung hätten in einem gewissen Bereich, wo andere könnten davon profitieren, wo es schade ist, dass sie eigentlich nichts machen. Darum sage ich einfach, machen euch keinen Druck. Es hat Arbeit gebraucht, um an den Punkt zu kommen, wo ich jetzt bin. Also früher habe ich schon gesagt, hey, dreimal pro Woche muss ich etwas schreiben, damit ich Visibilität habe und präsent bin. Und da machst du aber automatisch einen riesen Druck. Und wenn du mal nichts zum Schreiben hast oder nichts zum Erzählen hast, dann ist es auch schon ab und zu vorgekommen, dass du einfach etwas geschrieben hast, damit du etwas geschrieben hast. Und das bringt nichts. Das ist nicht der Sinn von der Sache. Also merkst du das dann auch ganz gezielt oder ganz konkret bei diesen Posts, die du jetzt einfach geschrieben hast, damit du etwas geschrieben hast, dass am Schluss kannst du sagen, der hätte ja gerade keine Silo, der hat eh nicht performt. Oder wieso meinst du, das bringt nichts? Merkst du das wirklich ganz, ganz genau? Es ist, also vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren ist es wirklich so gewesen, dass ich ab und zu mal einen Post geschrieben habe über Sachen, wo, also ich finde immer, wenn du etwas schreibst, soll
die anderen zum Nachdenken anregen. Es soll dem anderen auch mehr Wert bieten. Nicht immer, du kannst schon mal auch sonst einen schönen Tag wünschen und das ist jetzt gerade heute gelaufen. Was auch immer, das kann ja auch mal sein, aber sonst finde ich so, es soll schon einen Mehrwert bieten. Und es gibt schon Phasen gegeben, wo ich gesagt habe, 3 oder 4 Mal pro Woche etwas posten, wenn ich etwas geschrieben habe und dachte, du, hat das jetzt wirklich jemandem etwas gebracht oder hättest du jetzt einfach auch nichts können schreiben? Und das sind so Momente, wo ich gemerkt habe, nein, eigentlich bringt es wirklich nichts, dir so einen Druck zu machen, sondern mach es wirklich nach Lust und Laune, wenn es einfach für dich stimmt und wenn du das Thema hast. Und das mache ich jetzt seit 2 Jahren und ja, funktioniert tiptop. Perfekt. Mentaltrainer wird man ja auch nicht einfach so. Hast du da irgendwelche Ausbildungen gemacht? Und warum Mentaltraining? Was interessiert dich an dem Ganzen? Und nachher würde ich gerne mal noch darauf eingehen, was das vielleicht auch einem Unternehmer würde bringen, jetzt nicht nur einem Spieler auf dem Platz, sondern jemandem, der sein Ding macht, dann würde das vielleicht auch gut tun. Wie bist du da reingekommen und was hast du für Ausbildungen gemacht? Gibt es überhaupt Ausbildungen oder ist das einfach Learning by Doing? Also das Erste ist, wie bin ich auf das gekommen? Durch die eigene Erfahrung. Also ich habe ja selber sehr viel, also ich habe selber Coaches an meiner Seite gehabt, wo ich sehr viel gelernt habe zu dieser Thematik persönlich, also wo ich gelernt habe, was kannst du alles aus dir rausholen, wenn du für dich etwas machst, was dir schaffst, eben Mentaltraining auch, buchst und nutzt. Und irgendwann, als ich dann gewusst habe, dass es in die Richtung geht, habe ich jemanden an meiner Seite gehabt, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Das ist eine Dozentin aus Wien, aus der Universität Wien, wo ich das Diplom gemacht habe. Also es gibt ein Diplom und es gibt auch in Deutschland einen Verband, der den Beruf schützen möchte, der sagt, hey, so und so, das und das müsst ihr machen, damit ihr euch Mentaltrainer könnt nennen. Also gewisse Voraussetzungen, die verlangt sind vom Verband, weil sie die Berufsgruppe möchten schützen. Und von dem her, ja, ich habe definitiv etwas gemacht diesbezüglich und ich bin noch heute dran etwas zu machen. Man lernt nie aus. Es gibt so viele Methoden, es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich tue mich laufend selber weiterbilden mit Büchern und Podcasts, die ich höre. Und habe jetzt auch einen Coach an meiner Seite, der ein Profi ist in dem Bereich, wo ich ja, jeden Tag am Dazulernen bin. Und von dem her ja, wird es auch so bleiben, dass ich weiterhin mich weiter und ausbilde in dem Bereich. Wo hilfst du da den Fußballer am meisten? Also weißt du, gibt es da so ein Schema, die gleichen Probleme, die bei jedem ein bisschen sind, oder ist das wirklich extrem individuell und jeder ist an einem anderen Punkt und du musst ihn ganz neu mit anders abholen? Oder hängen alle immer ein bisschen so in den gleichen Leitplanken rein? Und was hilfst du ihnen genau? Wie hilfst du ihnen da draus? Also grundsätzlich beschäftigen sich die meisten mit dem gleichen Thema. Und ich habe ein Programm, wo alle davon profitieren, aber ich steige individuell dort ein, wo es gerade brennt. Also wenn einer zu mir kommt, dann hat er gerade das Thema, sonst hätte er sich wahrscheinlich nicht bei mir gemeldet. Also zum Beispiel Klassiker, mein Sohn spielt im Training komplett anders und sobald er dann zum Spiel geht am Wochenende, ist er nicht mehr zu erkennen, wieder zu erkennen, völlig blockiert. Dann ist der Sohn oder der Vater hat das gesehen, beobachtet und kommt zu mir mit dem Thema, dann ist klar, dann gehen wir zuerst das an. Aber sonst ist Mentaltraining sehr, sehr breit und es gibt verschiedene Themen wie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Fokus, Regeneration und, wo jeder bei mir kann lernen zu diesen Themen gewisse Methoden anzuwenden. Und wenn es bei jemandem, wie gesagt, bei einem Thema akut ist oder ihn gerade beschäftigt, dann steigen wir natürlich gerade dort ein. Das sind ja Sachen, die je nachdem eben nicht nur auf dem Platz gelten, sondern auch im Unternehmen, oder? Vielleicht ein Verkäufer, wo quasi im Training, beim Üben alles funktioniert und in dem Moment, wo er nachher dann wirklich etwas muss verkaufen, bringt er es nicht mehr raus. Hast du dir da schon mal überlegt, die Art von Training auf andere Gruppen auszuweiten? Oder ist vielleicht klar, nein, der Fußball ist es und bleibt es? Oder braucht es vielleicht auch andere Sachen? Die Frage habe ich immer wieder gestellt bekommen von Leuten, die sich gemeldet haben, hey, bietest du das auch für Eishockey an oder für Tennis zum Beispiel, nur schon die Sportart, die anders ist, oder würdest du es ausweiten auf Unternehmen zum Beispiel? Im Moment nicht und ich habe es auch nicht vor. Also für mich passt es. Fußball ist meine Leidenschaft. Ich komme auch, eben gesagt, ich habe Fußball als Kind schon erlebt, Tag und Nacht. Dass ich sage, nein, ich habe mich wirklich spezialisiert auf Fußballer, beziehungsweise auf fußballverrückte Kinder und Jugendliche.
Aber ich bin überzeugt davon, das beobachte ich jetzt auch von Kollegen, die in meinem Bereich tätig sind, dass sie sich breiter aufstellen, also dass sie ursprünglich mit Fußball angefangen haben und jetzt auch so in Richtung Workshops gehen für Gruppen, für Teams oder für ganze Unternehmen. Also das gibt es schon. Also zu deiner Frage, man kann das, also ich könnte das definitiv jetzt ausweiten und sage, ich gehe mit dem, was ich weiß über Mentaltraining, gehe ich raus in das Unternehmen und hilf vielleicht einem Verkaufsteam noch besser zu performen. Aber im Moment, also, will ich das gar nicht, ich spiele gar nicht mit dem Gedanken. Und nein, du hast auch nicht etwas ausgelöst, was mich dazu führt, dass ich mir Gedanken mache, da einzusteigen. Alles gut, das glaube ich dir sofort. Jetzt hast du vorhin gesagt, aktuell gibt es sogar eine Warteliste. Eben, warum solltest du sie dann auch ausweiten, wenn du gar nicht mehr Watch machen? Wie hast du mit dem gestartet? Also, du hast gewusst, jetzt biete ich Mentaltraining an. Und das Schwierigste ist dann meistens wirklich so die ersten Kunden gewinnen. Also die ersten Kunden, die man vielleicht nicht schon wirklich kennt hat und gewusst hat, sondern so die ersten externen Kunden gewinnen. Wie bist du da vorgegangen? Über LinkedIn. Also ich habe Anfragen bekommen, die Leute haben mitbekommen, was ich machen will. Ich habe Themen angesprochen, wo die Eltern sich angesprochen gefühlt haben, aus eigenen Kind. Und habe die ersten drei oder vier sind es gewesen, ich bin jetzt nicht ganz sicher, Kunden mal 2 Monate kostenlos einfach begleitet. Wirklich angeboten, hey, ich mache das einfach mal 2 Monate mit dem Kind. Geht auch für mich, ist auch für mich darum gegangen, zum Erfahrungen sammeln. Was funktioniert vielleicht nicht, wie soll das Programm aufgebaut sein. Und nachher, nach 2 Monaten, haben sie dann die Wahl gehabt, ob sie möchten weitermachen oder nicht. Das haben alle dann weitergemacht. Und einfach gegen Bezahlung dann. Und ich konnte dann so können weitermachen mit dem Programm. Hat aber vor 2 Jahren völlig anders ausgesehen als heute. Also hat sich auch sehr vieles da. Ich habe mich laufend weiterentwickelt natürlich. Am Anfang habe ich auch viel mehr Gruppen, also wirklich viel mehr Gruppen geschafft, viel mehr auch Experten gehabt, die mitgeschafft haben für gewisse Themen. Aber ich habe einfach gemerkt, die Flexibilität hat gefehlt. Je grösser du geworden bist im Sinne von der Kunden oder der Anfragen, desto weniger flexibel bist du. Und wenn du Gruppen musst haben oder versuchst, die Leute zusammenzunehmen, dann wird es sehr, sehr schwierig, wenn es mehrere Leute sind. Und dementsprechend hat sich da dann auch vom Programm her und von der ganzen Struktur her in dieser Zeit etwas geändert. Und heute ist es wirklich bei dir und du machst das 1:1 Mentaltraining. Ich mache es bei mir 1:1. Ich habe aber ab und zu mal Themen, wo ich alle Gruppen nehme oder einen gewissen Teil der Gruppe nehme. Das gibt es aber auch. Aber nicht mehr so regelmäßig wie am Anfang. Genau. Am Anfang war es auch Und ist viel es online seither? gewesen. Ja, Nein, sorry. mach nur. Und heute Nein, am nicht Anfang mehr war es so auch viel vieles online. online gewesen. Ist immer noch sehr vieles online. Aber ein Teil geht jetzt auch auf den Platz. Also ich ab und zu mal, also die Woche habe ich 5 oder 6 Trainings auf dem Platz mit den Spielern, wo ich 1,5 Stunden trainiere, mit dem Fokus natürlich auf Mentale. Ist am Anfang natürlich gar nicht möglich gewesen, auch durch den ganzen Lockdown, aber das ist auch etwas, was neu dazugekommen ist. Okay. Also am Anfang die ersten Kunden über LinkedIn gefunden. Und nachher, wie ist das gewachsen, so dass du heute sagst, du bist wirklich an der Grenze, dass du gar nicht mehr willst? Hast du da, ist das einfach die Weiterempfehlung gewesen und die Leute sind so zufrieden gewesen, dass sie gekommen sind? Oder hast du irgendeinen Prozess in der Neukundengewinnung, ja, etabliert? Wie bist du da vorgegangen? Also ich habe nie müssen akquirieren, zum Glück. Also im Sinn, dass ich auf dem Platz bin, zu Vereinen bin und sage, hey, ich bin der und der, ich mache das und das. Nein, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe alle Anfragen, also sagen wir 80% von allen Anfragen sind über LinkedIn gekommen. Ein Teil am Anfang, also eine Zeit lang auch über TikTok sogar, erstaunlicherweise, aber der größte Teil ist wirklich LinkedIn. Und jetzt, mittlerweile sind es Empfehlungen. Also bestehende oder ehemalige Kunden, sage ich mal, in Anführungszeichen, die mich weiterempfehlen. Und die Artikel, die ich darf schreiben im Food Magazin über das Mentaltraining, auch dort sind natürlich auch Anfragen reingekommen. Wenn du selber an der Grenze bist, von dem, was du willst machen, wie gehst du mit dem um? Das gibt dir ja Möglichkeiten. Entweder könntest du dir überlegen, dass du wachst, Mitarbeiter anstellst, wo quasi nachher wieder mehr Möglichkeiten hast, um noch mehr Kunden anzunehmen. Oder du hast die Variante, dass du einfach sagst, ich tue meine Preise erhöhen, dass ich in diesen 50% von der Zeit mehr verdiene, weil ich halt einfach so viele Anfragen habe, dass ich sie nicht ansprechen kann. Hast du dir auch die Gedanken schon gemacht und in welche Richtung siehst du das? Mitarbeiter ist ab und zu mal durch den Kopf gegangen.
Ich habe das nie vertieft. Ich müsste vielleicht mal nochmal vertiefen, aber es war nie ein grosses Thema, um zu sagen, vielleicht jemanden anzustellen, der das auch anbietet mit mir zusammen. Von dem her, nein, den Gedanken habe ich nicht konkret in dem Sinne vertieft gemacht. Preiserhöhung habe ich gemacht. Das ist so. In diesen 2 Jahren zweimal erhöht oder dreimal. Und was ich mir überlegt habe, aber ich werde einfach nicht warm mit dem Gedanken, ist so ein bisschen das Automatisieren. Man kann ja sehr viele Themen, kann man ja zum Beispiel bei Video schaffen, also vorgefertigte Videos, wie zum Beispiel, ich sage jetzt einfach eine Meditation zu einem Thema. Hey, heute machen wir eine Meditation, du nimmst die Aufnahme oder das Video nimmst einmal auf und wenn das Thema ansteht, schickst du ihm die Datei und er lässt sie für sich aus einer Stunde ab. Will ich auch nicht, im Moment nicht. Ich will das Persönliche beibehalten, weil es hat ab und zu Ältere gegeben, wo gesagt haben, hey, wir buchen auch wegen dir, weil es einfach harmoniert hat mit unserem Kind, weil es einfach gepasst hat. Das Vertrauen ist da gewesen. Ich glaube, da würde ich mir das eigene Bein schiessen, wenn ich da irgendetwas automatisieren würde und unpersönlich würde machen. Aber es hat schon gewisse Sachen gegeben, wo ich viel mehr einen gewissen Prozess hineingebracht habe, um natürlich auch mehr Luft zu schaffen für mehr Kunden. Ja, und eben, wie gesagt, zu deiner Frage konkret, mehr Mitarbeiter, nein, automatisieren, und Preiserhöhung habe ich gemacht. Und jetzt vielleicht noch weitere. Ja, Ja, weitere wäre. Automatisierung ist ja. Sag nur. Nein, weitere wäre, meine Kapazitäten sind auch eingeschränkt von der Zeit her. Du musst dir vorstellen, die sind in der Schule oder in der Lehre. Das heisst, wenn du schaffst, wenn hast du Termine, Abend und am Wochenende. Sonntag versuche ich mir frei zu halten. Sonntag bin ich sogar ab und zu auf dem Platz an dem Match. Von dem her, Sonntag, also hast du nur noch Montag bis Freitagabend und am Samstag. Du hast aber eine Familie. Jetzt auch mal ein bisschen Zeit mit deiner Frau verbringen. Jeden Abend vom, sagen wir, 4 Uhr im Nachmittag bis um 9 Uhr am Abend Mentaltraining kannst du auch nicht jeden Abend machen. Also, von dem her, du bist auch von der Kapazität her eingeschränkt. Du hast nicht so viele Stunden zur Verfügung. Und das Zweite ist, das ist wirklich so gemeint, ich will auch nicht mehr. Also, das passt für mich so, wie es jetzt ist, mit der 50% Auslastung Mentaltraining. Also die Automatisierung, denke ich, das ist ja nicht, du hast es so beschrieben, als wäre das nachher etwas Negatives oder als wäre das eben, würde das die Persönlichkeit dann wegnehmen. Und ich denke, es wäre ja eine Mischung zwischen vor Ort und Automatisierung. Also halt, dass du die Tools aufbaust und dann quasi halt einfach vielleicht weniger 1-zu-1-Sitzung hast miteinander, dafür ein Vielfaches an Tools noch kannst mitgeben, wo sogar am Schluss vielleicht die Betreuung noch besser ist, weil sie nicht nur 1 Stunde dich in der Woche haben, sondern vielleicht haben sie dich 5 Stunden in der Woche, aber 4,5 davon sind eigentlich halt automatisiert und 1,5 Stunde ist von dir direkt und dann, also weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht nur schlecht. Wahrscheinlich, was du nicht kannst machen, ist sagen, anstatt dass ich jetzt dort Meditation mit dir 1-zu-1 mache, hast du in Zukunft nur noch selber, sondern du musst ja das Gesamtkonstrukt ein bisschen anpassen, aber das wäre natürlich schon ein Riesenhebel, oder nicht? Also, da bin ich schon bei dir, absolut. Also, das habe ich auch schon angefangen. Also, am Anfang hat es völlig anders ausgesehen und jetzt habe ich schon angefangen, eine gewisse Aufgabe zu geben, die sie für sich können machen, wo es nicht mit mir in der Lektion gemacht und ich einfach gewartet, bis fertig sie sind. Also, dass ich gesagt habe, hey, aufs nächste Mal machst du das und das, dann hast du natürlich nochmal 20 Minuten rausgeholt. Ist natürlich auch für die Eltern attraktiver geworden, weil das ist nicht in deiner Zeit gelaufen, in einem Stundentarif, sondern die haben das im Selbststudium gemacht in dem Sinn und haben es dann mitgenommen in der nächsten Lektion. In die Richtung bin ich schon etwas am machen mit meinem Coach, dass ich sage, gewisse Themen können sie selber mal vorbereiten, gewisse Dateien, Audio oder Video können Sie mal haben, um mal reinkommen in die Thematik. Aber ich würde das, vielleicht habe ich mich wirklich falsch ausgedrückt, das Persönliche möchte ich einfach beibehalten und da bin ich schon bei dir. Dass du, wenn du natürlich regelmäßiger Kontakt hast, bist du noch näher bei ihnen, dann ist das Persönliche natürlich gewährleistet. Aber ich will nicht, dass es einfach so, du bist im Hintergrund und sie machen alles von allein. Das ist einfach so, ich schicke etwas, sie machen es nächstes, zack, zack. Sondern wirklich, so, der Kontakt, der muss beibehalten. Bleiben, ja, auf jeden Fall. Cool, mega Genau. spannend. Jetzt hast du dich vor ein bisschen mehr wie 2 Jahren selbstständig gemacht. Ja, genau. Mal, es müsste jetzt ein bisschen mehr wie 2 Jahre gewesen sein. Wie hat sich dein Leben verändert durch das? Was ist anders? Du hast ja gesagt, vorher hast du einen Job gehabt, wo du sehr flexibel gewesen bist und freie Zeiteinteilung gehabt hast, mehr oder weniger. Was ist sonst anders? Was fühlt sich anders an? Gute Frage. Also, man sagt ja immer, man sollte sich nicht vergleichen mit anderen. Ich vergleiche mich mit mir selber, bin früheriger ich. Wenn ich sehe, vor 5 Jahren,
Eigentlich der Gedanke gehabt vor 5 Jahren, du machst dich eines Tages selbstständig, gesagt, nie im Leben, das kannst du, das geht gar nicht. Und heute denke ich, wow, mega, du bist natürlich mega frei, du kannst, bist ein eigener Chef, du kannst deine Zeit selber einteilen, du musst dich nirgends rechtfertigen, nichts, du bist einfach wirklich frei, 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 frei. Es ist aber schon so, dass also ich habe natürlich eine super Partnerin an meiner Seite, ohne meine Frau würde es nicht gehen, das sage ich ganz offen und ehrlich, weil du musst jemanden haben, der dir den Rücken frei hält. Ich meine, wir haben 2 Kinder zusammen, 2 kleine Kinder, das erste Kind ist gekommen, wo ich gestartet bin mit der Selbstständigkeit. Also es hat schon Punkte gegeben, wo es nur geht, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich da unterstützt. Aber also, geändert hat sich in dem Sinn eben vieles, dass du viel freier geworden bist, dass du alles selber hast können einteilen, dass du vor allem, das ist für mich das Wichtigste im Ganzen gewesen, sehr viel gelernt hast in kürzester Zeit. Also ich habe, glaube noch nie so viel gelernt wie in diesen 2 Jahren als selbstständig. Ja. Das ist so. Was sind die grössten Learnings gewesen? Allergrößte Learning ist Geduld. Geduld, 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 Geduld. Das ist das grösste Learning bei mir. Und auch loslassen. Also wenn du wirklich gemerkt hast bei einem Kunden oder bei einem Kunden, ich sage jetzt einfach Kunden, stimmt es einfach nicht. Und es ist nie wegen dem Kind gewesen. Das Kind kann nie etwas dafür. Sondern es sind meistens die Eltern, dass sie einfach gesagt haben, hey, es harmoniert einfach nicht. Es geht nicht. Und das ist am Anfang in der Selbstständigkeit, wenn du eigentlich angewiesen bist auf Kunden, extrem schwierig. Aber ich habe es zum Glück recht schnell gelernt, um loszulassen. Und das gibt dir natürlich, es löst extrem viel wieder aus und macht sehr viel frei für uns. Absolut. Also das ist definitiv ein Learning. Auch von mir ist, wenn du merkst, es passt mit dem Kunden nicht. Und das ist wirklich so, ein Kunde, ein einzelner Kunde von vielleicht 30, kann dir, ja. der braucht gleich viel Energie, wenn es nicht passt, wie die anderen 29 zusammen. Richtig. Also das kann so schwierig werden und da musst du bereit sein am Anfang. Und das ist eben, weil du brauchst Kunden, du brauchst Umsatz, du musst irgendwie Geld verdienen, ist das schwierig, aber da auch ganz klar meine Empfehlung. Wenn es nicht passt und du merkst, es geht nicht und du noch zu Abend im Bett liegst und an dem Kunden umstudierst, weil es dich einfach stresst und weil es eigentlich nicht passt, dann beendet es. Das ist es nicht wert. Es gibt genug andere, die würden stimmen. Das Problem ist, wenn du festhältst an den Kunden, ziehst du nur noch mehr so Kunden an. Du kommst nicht mehr raus. Hingegen, wenn du es schaffst, so Kunden loszulassen, die dich eigentlich, eben, wie du sagst, die meiste Energie wegnehmen, dann ist es eine riesige Befreiung. Das ist so. Aber das war das Schwierigste am Anfang für mich. Wirklich am Schwierigsten. Wie gesagt, wenn du das kannst, dann macht es vieles einfacher. Cool. Du hast vorher noch gesagt, so spannend, vor 5 Jahren, wenn dir jemand gesagt hat, du machst dich mal selbstständig, hast du gesagt, nie im Leben. Mhm. Warum? Was sind da deine Glaubenssätze vor 5 Jahren? Und wie haben sich denn die bis in diesen 3 Jahren, wo du nachher dann gesagt hast, mal, ich mache jetzt, ich traue mich jetzt, ich mache jetzt mein eigenes Ding, wie hat sich das verändert? Kannst du das ein bisschen mitnehmen in den Prozess rein? Ich nehme euch gerne mit in den Prozess, ja. Vielleicht sind es 8 Jahre gewesen. Vor 5 Jahren ist so ein bisschen der grosse Wandel bei mir gekommen, eben wie ich vorher gesagt habe. So ein bisschen die Richtung Todesfall müssen verarbeiten, also ein Todesfall, eigentlich das schlimmste Todesfall müssen verarbeiten, was ich kann vorstellen, plus Tiefpunkt im Leben sonst gekommen, da bin ich viel schon am Arbeiten gewesen. Aber sagen wir 8 Jahre, es ist einfach so für mich der Gedanke gewesen, du fängst von null etwas an, du musst etwas aufbauen, du hast, früher war es so gewesen, sagen wir es anders, du bist zum Beispiel ein Grosskonzern gewesen, wenn du ein IT-Problem hast, hast du ein Telefon gemacht, eigentlich ist das Problem gelöst. Wenn du den Lohn, bekommst, automatisch am 25. auf dem Konto gehabt. Buchhaltung hast du nicht mehr kümmern. Umsatz, gut, das Verkäufer schon, aber bist für dein Gebiet zuständig gewesen. Also ist eigentlich, du bist so im grossen Kuchen ein kleiner Teil gewesen. Jetzt bist du im grossen Kuchen, der ganze Kuchen. Und das hätte ich mir einfach nicht vorstellen. Ich bin so ich habe den Glaubenssatz gehabt, das geht einfach nicht. Du allein alles aufbauen von null an, eigene Firma, mit Buchhaltung, mit IT und ganze Strukturen und immer wieder neu dazulernen. Ich glaube, ich habe mich selber einfach. Es ist auch. Also, ich habe mich selber klein gemacht in dem Sinn, absolut. Und das ist halt auch von meinen Vorfahren, vor allem von meinen Eltern. Mein Vater ist mit 16 in die Schweiz gekommen, hat nichts gehabt. Kommt da an, arbeitet als Gastarbeiter und weiss, hey, wenn ich da Familie gründe, mache ich es nur wegen meinen Kindern. Und ich bin der Älteste von 3
Und alles, was ich ein Leben lang gehört habe, bis 20 ist, war, du wirst Anwalt oder Arzt und du gehst studieren und du wirst viel Geld verdienen. Also, das war eigentlich meine Aufgabe gewesen. Und darum bin ich dann auch ins Gymi gekommen. Und dort im Gymi war dann nicht so meine Welt gewesen. Das ist ein anderes Thema. Aber eben, das Gehören, du schaffst neu, du verdienst viel Geld. Ich bin wegen euch da angekommen, die wir jetzt ein gutes Leben haben. Ich glaube, das hat einen grossen Einfluss auf diese Mentalität. Hey, nein, selber von null etwas aufbauen, keine Sicherheit, was finanziell anbelangt, alles selber in die Hand nehmen und. Das hat sehr viel Zeit gebraucht. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich gewusst habe, jetzt bin ich parat, jetzt mache ich es einfach. Und dann, eben, darum habe ich gesagt, ich habe in 2 Jahren nicht so viel dazu gelernt. Und dann lernt man bei Learning by Doing, ganz einfach. Also es ist ja schon so, es braucht ja auch viel. Und du musst, wie du sagst, du bist für alles zuständig. Aber immer wenn man doch einfach mal gestartet hat, dann merkt man doch einfach auch, wie das irgendwie, es geht dann halt auch irgendwie, man muss es halt einfach machen und organisieren und irgendwie ja. Schritt für Schritt funktioniert es dann auch. Ja. Also ich denke, für mich hat es sich ein bisschen ähnlich angefühlt, wie dort, wo ich Vater geworden bin. Wo du weißt, okay, jetzt ist die Frau schwanger und irgendwann kommt das Kind und du fühlst dich mit dieser Situation so etwas überfordert, aber es gibt gar kein Zurück mehr. Weißt du, du hast gar keine Wahl. Und dann kommt es und am Anfang weißt du nichts und es funktioniert nichts und du hast das erste Mal dein Kind in der Hand und du musst alles üben und alles lernen, aber es kommt und kommt und kommt und du lernst das automatisch im Prozess. Und ich glaube eben, wenn du jetzt Kinder bekommst, kannst du den Prozess halt wie nicht mehr, dann ist der da und du kannst ihn nicht mehr aufhalten. Und wenn du mal schwanger bist, sage ich jetzt tendenziell, klar, es geht weg, aber eigentlich dann passiert es halt einfach. Und beim Unternehmertum ist es halt die Entscheidung. Und die Entscheidung, bei denen tun sich so viel schwer, oder? Also, zum wirklich sagen, mal, jetzt mache ich es. Ja. Darum noch die Frage, eben, wie hatte ich die Entscheidung von dir? Weil ich weiss, ganz viele, die zulassen, wenn sie bis dahin gelost haben, dann überlegen sie sich, ihr Ding zu machen. Also, wäre es nicht interessant, so einen Podcast zu hören. Also, ja. Entweder machen sie es bereits, oder? Ja. Und wollen von anderen lernen. Ja. Dann natürlich cool. Aber die jetzt noch als Angestellte zulassen, ihr würdet den Podcast nicht hören, wenn ihr nicht irgendwo im Hinterkopf wisst, ihr wollt es. Kannst du die Entscheidung von dir, du hast zwar einen Coach gehabt, wo dir dann mal die Frage gestellt hat und etwas ausgelöst hat, aber das ist noch nicht die Entscheidung. Was hat zu dieser Entscheidung geführt, dass du mal gesagt hast, und jetzt mache ich mein eigenes Ding, jetzt fühle ich mich bereit dazu, jetzt glaube ich an mich, dass ich den ganzen Kuchen, wie du vorher beschrieben hast, selber kann ausfüllen. Was kannst du den Leuten mit auf den Weg geben? So, jetzt habe ich rechte Verantwortung. He? Schon mal große Fragen, gell? Ja, vor allem danke, dass ihr bis dahin gelost habt. Und zweitens, jetzt kommt es. Nein, Spaß beiseite. Also grundsätzlich sage ich, es muss sich nicht jeder selbstständig machen, um glücklich zu sein und sich frei zu fühlen. Es gibt Leute, die sind einfach glücklich mit ihrem Job als Angestellte. Und ich kenne viele Leute, die lieben, was sie machen als Angestellte. Wie du richtig sagst, wenn man macht das Ding lost und bis dahin kommt und jetzt die grosse Frage kommt, dann spielt man mit dem Gedanken. Und bei mir ist es wirklich so gewesen. Zuerst einmal Skibein, das Veto hat. So, hey, es lässt mich nicht los, die Frage. Bin ich, also die Frage ist wirklich für mich so ein bisschen der Auslöser zum vertieften Nachdenken. Stimmt, ist das wirklich das, was ich will, das Leben lang? Und es gibt noch eine zweite Frage, die sehr wichtig oder vielleicht noch könnte helfen. Wenn man im Sterbebett liegt und jemand fragt dich, hey, hast du dein Leben gelebt? Kannst du die Frage mit Ja beantworten? Und kannst du die Frage heute mit Ja beantworten? Ich meine, ich bin 36, wenn mich jemand fragt, hast du dein Leben gelebt, sage ich, ich lebe jetzt mein Leben. Wenn ich jetzt muss gehen, dann ist es zwar zu früh, aber ich mache mein Leben. Also ich mache das, was ich wirklich will. Ich mache mein Ding. Bei mir ist es das Kribbeln im Bauch. Und zwar erst, als ich gewusst habe, was ich will. Also der erste Moment war, okay, will ich wirklich so weitermachen wie jetzt, in dem Angestelltenverhältnis, bei dem Job, wo ich bin. Und dann, okay, eigentlich erfüllt es mich nicht zu 100%, aber ich habe nicht gewusst, was ich will. Also, was ich wirklich will. Das herauszufinden, das war der grosse Gamechanger. In welche Richtung soll es gehen? Was will ich? Und als ich das erfahren habe, das ist sehr schnell gegangen, auch mit der Hilfe von jemandem extern. Also, holt euch auch Hilfe von jemandem, es hilft. Holt euch einen Coach. Es gibt sehr viele gute Coaches, auch wenn die Branche auch keinen guten Ruf hat, wie die Spielerberatung selber auch. Aber es gibt sehr viele gute Coaches. Sucht euch einen, nehmt euch einen, der euch helfen kann. Zum Vertiefen, wie ich richtig gehen soll. Und dann mach es einfach. Es ist wirklich, wie du gesagt hast, Nico. Mach es einfach. Und das Beispiel mit dem Kind ist ein super Beispiel. Das Kind kommt auf die Welt. Es kommt, du wirst Vater. Du wachst automatisch in die Rolle rein. Du willst das Beste für dein Kind.
du kommst automatisch in die Rolle. Und das Gleiche ist auch in deinem Business, in deiner Selbstständigkeit. Du kommst rein. Und du machst Fehler, die gehören dazu. Die sind auch gut, die sind wertvoll. Mach sie einfach nicht zweimal, aber wachs und lerne daraus und mach weiter und nimm dir vor allem Zeit, Geduld. Ja, also von dem her, wenn ihr wisst, was ihr wollt, so 100% überzeugt sind, mol, das ist genau das, und ich spüre das tief im Inneren, dass das Feuer brennt für das, dann macht es. Das Leben ist zu kurz, um darüber nachzudenken, wenn man es jetzt loslegen mit dem. Und zu kurz, um alles immer nur in die Zukunft zu verschieben. Genau. Du hast gesagt, du hast einen Coach gehabt, aber kannst vielleicht gleich noch ein bisschen sagen, wie dass du herausgefunden hast, was du gerne willst. Also so, ja. Wie dass du da vorgegangen bist, um da herauszufinden. Ja. Wir sind also mit ihm, ich arbeite nicht mehr mit ihm zusammen. Er war ein super Typ gewesen. Er hat eben, er hat mich da angeführt. Und seine Methode war sehr spannend gewesen. Er hat mit mir wirklich meine Kindheit auseinandergenommen. Was hat mich meine Kindheit geprägt? Im Positiven wie im Negativen. Und irgendwann ist so der rote Faden für mich vom Fußball. Es ist immer alles um Fußball gegangen. Ich habe geshootet, ich bin ein grosser Fußballfan, ich habe mich extrem interessiert für Statistiken, für Fußball allgemein, für Stars, für ihre Geschichten und alles, was dahinter steckt. Und das Zweite ist so meine Geschichte selber als Kind. Mit diesen Glaubenssätzen. Du wirst Arzt, du wirst Anwalt, Fußballprofi wirst du nie, das kommt gar nicht in Frage. Ich will, dass du und. Das hat mich natürlich geprägt von meinem Vater. Und da die Kombination hat dazu geführt, hey, es gibt so viele Kinder, also das Kind, ich rede von 12-Jährigen aufwärts, wo eben auch so Themen beschäftigt, wo vielleicht etwas machen, was sie eigentlich gar nicht wollen, wo jemand anders eben will für sie. Das hat echt dazu geführt, dass ich gewusst habe, das will ich verändern. Also ich möchte möglichst vielen helfen, ihr eigenes Leben dann können zu leben. Und zwar so früh wie möglich. Von dem her ist er wirklich in die Vergangenheit mit mir, um rauszuwühlen oder rauszuholen, was mich geprägt hat und was ich eigentlich möchte verändern. Ja. Perfekt. Also für Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Fall, sich wirklich mal überlegen, was habe ich eigentlich früher gerne gemacht? Was habe ich gerne gemacht, als ich ein Kind war, wo ich noch nichts haben musste, wo ich einfach noch haben dürfen? Was hat mich dort fasziniert? Was habe ich dort geliebt? Wie habe ich dort meine Freizeit verbracht? Und vielleicht spürt man plötzlich wieder ein Feuer für das und kann es in ein Geschäftsmodell umwandeln, etwas, wo man wirklich auch noch Geld kann damit verdienen. Ja. Also es ist ja jeder einzigartig auf seine Art und Weise. Und jeder hat das Talent, das herauszufinden, was macht einem aus und was kann man anderen mit weitergeben. Ja, einfach wirklich tief in sich hineinhören und auch die eigenen Stärken wieder spüren und so dann umsetzen, auf jeden Fall. Das ja, ist das, was ich gemacht habe und darum bin ich jetzt da, wo ich bin und ja, bin noch lange noch nicht am Ziel, aber ich schaffe daran, von dem her. Weiter geht's. So soll es sein. Du hast vorher deine zwei Learnings schon genannt. Kannst abschliessend, wir sind jetzt schon bei 55 Minuten, noch so ein grosser Tipp, wo du jetzt gelernt hast, wo du anderen Leuten, die gerade ihr Ding machen, die gerade gestartet haben, die jetzt eben noch nicht so weit sind, also du bist ja mega weit für 2 Jahre, aber weißt du, die noch nicht seit 10 Jahren selbstständig sind, sondern die jetzt gerade in diesem Prozess sind, was wäre dein grösster Tipp für dich? Wie eine ganz einfache Frage, gell? Das ist so eine einfache Frage. Zum Abschluss. Auf der Seite. Also ich denke, die einzige Person, die einem selber kann aufhalten kann, also der, der mich aufhalten kann, in dem Moment den Schritt zu machen, bin ich selber gewesen. Das heisst, stell euch selber im Weg und hört wirklich auf die Leute, die es gut meinen und die, die das Gefühl haben, ja, die wollen einem einfach aufhalten, die meinen sie so, weil sie selber vielleicht eifersüchtig sind oder selber nach außen möchten den Finger auf andere wollen zeigen, damit sie sich besser fühlen. Lasst euch nicht ablenken durch das. Also hört auf euch selber. Das ist das, was ich im ersten Moment gemacht habe, wenn ich es einfach durchgezogen habe. Ich habe gehört, ja, das funktioniert doch nicht, das ist doch mega schwierig und bla bla bla. Ich habe es einfach gemacht. Und das Zweite ist wirklich, also bei mir ist es wirklich Geduld. Ich bin so, ich habe gemeint, jetzt mache ich mich selbstständig und ich habe eine super Idee und jetzt rebelt es. Und am Anfang ist es auch vroom, explodiert, bis im Januar, Februar. Und dann ist es einfach immer mehr zurückgegangen und dort ist dann eben die Phase auch gekommen, wo ich gewisse Sachen anfangen zu verändern. Also wirklich Geduld und Vertrauen, wie alles, was kommt. Und dann kommt das gut. Perfekt.
Perfekt, ein super Schlusswort. Darum machen wir doch einen Strich drunter. Antonio, merci vielmals für deine Zeit. Danke vielmals, hast deine Learnings, deine Tipps geteilt und deine Geschichte. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Freue mich auf all deine Posts, die ich noch sehen auf LinkedIn. Und sag einen ganz schönen Abend. Danke vielmals, Nico. Hat Spass gemacht. Ich hätte jetzt noch mal eine Stunde erzählen können. Super gewesen. Ich hätte Und auch noch eine Stunde können fragen. ja, das glaube ich dir. Nein, ist super spannend. Es war mein erster Podcast gewesen, übrigens. Hat mega Spass gemacht. Und ja, freue mich. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Danke dir, mach's gut, ciao, ciao. Gleichfalls. Ciao, Nico.